Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Unpacking, nämlich des Needful Things Pakets und wir sind schon in der dritten Staffel. Das ist wirklich verrückt, wie schnell dieses Paket zwischen uns Mädels umherrundet, wie schnell es irgendwie dann auch schon bei Anka ist und ich dann so ein bisschen sehe, wie hat es sich verändert zwischendrin. Und ja, diesmal bin ich die dritte Station, Anka hat gestartet. Und dann war Susanne dran und diesmal bin ich jetzt an dritter Stelle und Sam ist hier schon mitten bei den Teepaketen unterwegs. Ich verlinke alle Mädels unten in der Infobox. Manche machen ja Videos, andere machen Instagram-Posts dazu. So könnt ihr das Paket auch gerne ein bisschen verfolgen. Ich packe auch die Playlist unten rein. Und ja, entschuldigt, dass ich ein bisschen verschwitzt und verpeilt aussehe. Es hat irgendwie immer noch, ich glaube, 29 Grad. Aber ich war einfach so neugierig und dachte, ich kann hier nicht warten, bis ein kühlerer Tag anbricht. Ich muss jetzt reinschauen, was es hier für mich gibt. Soweit ich das gesehen habe, sind wir in der Runde in der Überlegung oder haben es irgendwie auch vereinbart, dass es einen 2:1 Tausch gibt, einfach damit es ein bisschen leerer wird. Darf man im Grunde zwei Teile rausnehmen, nur eins reinlegen. Wir gucken mal, was sich findet. Ich habe schon geöffnet, Papiere liegen hier, wenn es hier gruschelt, ist es der Kater, na? Oder... ja, aktuell ist es nur Sam, aber Papier, Kruschel, Kartons, ihr wisst es, wenn ihr Katzen habt, ist das manchmal nicht so einfach. Ja, oben auf lag unser kleines Notizbüchlein, wo wir ein bisschen was über uns eingetragen haben, unsere Vorlieben und so weiter und eben auch immer ein bisschen kommentieren, was wir vielleicht rein haben, was es da zu beachten gibt, aber wir machen keine komplette Liste raus, rein oder was auch immer, sondern ja, ich liebe diese Bücher, die kauft Anka, glaube ich, immer im DM und ich nehme mir immer wieder vor, da zu gucken, aber ja. Es ist manchmal, wie es ist. So, starten wir. Und zwar mit dem, wo Sam schon hergefallen ist, so ein kleines Teetütchen. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, was mich interessiert. Ich hebe auch von dieser Art Tee sozusagen immer so 2-3 Beutel tatsächlich auf, weil ich denke, Mensch, perfekt, damit andere Leute auch einfach die Geschmacksrichtung mal probieren können. Dementsprechend schaue ich mir das später an. Als erstes kommt mir schon ein Buch entgegen von Sebastian Fitzek. Das Paket habe ich gelesen, hat mir damals wahnsinnig gut gefallen. Das war auch noch zu der Zeit, wo ich seine Thriller sehr ansprechend fand, noch so ein bisschen Logik dabei war und auch nicht ganz so blutig. Wobei ich glaube, das Paket war dann schon ein bisschen blutiger. Aber wird nicht hier bleiben. Ich habe alle Fitzeks aussortiert und ja, von daher muss ich mir da jetzt kein neues holen. Und ich bin ja auch gar nicht so in Thriller-Laune. Ja, dann kommt schon der nächste Thriller, Seit du tot bist, von Sophie McKenzie. Erkenne ich überhaupt nicht so vom Titel oder ähnlichem. Dein Mann, deine Familie, deine Freunde, du vertraust ihm blind, tu es nicht. Diese Mischung aus fesselnder Hochspannung und einer abgründigen Story wird Sophie McKenzie ganz nach oben katapultieren. Ein intelligenter, psychologischer Thriller. Klingt gar nicht mal so schlecht. Aber nein, ich bin seltenst noch in Thriller-Laune. Dementsprechend ja, sollte ich mir da nicht irgendwas auf dem Sub einbrocken. Dann haben wir eine schöne Kosmetiktasche. Mal gucken, was hier ein bisschen drin ist. Ah, hier ist auch die Kosmetik drin. Zum einen gibt es diese kleinen Make-up-Bürsten, die so aussehen, ein bisschen wie Zahnbürsten. Ich komme mit denen leider gar nicht zurecht. Ich habe die auch mal ausprobiert. Das ist leider nichts für mich. Von Banana, was ist das? Ein Lip Balm. Ach, Lip Balm habe ich auch zur Genüge. Kenne auch die Marke tatsächlich nicht. Ich muss hier nur ein bisschen koordinieren. Was ist das? Von Glitter Liquid Eyeshadow Trio von She Glam. Ich glaube, She Glam ist von Shein, ne? Also finde ich tatsächlich hier der Blauton. Aber ich weiß, dass es ein paar Lidschattenpaletten gibt. Und dementsprechend halte ich mich ein bisschen zurück. Kopfhautserum von Haarliebe habe ich selbst was im Gebrauch und zwar fürs Haarwachstum. Dementsprechend darf das weiter wandern. Finde ich aber eine coole Idee, sowas mal einzupacken. Ja, ein Essie-Nagellack. Ich trage kein Essie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie mittlerweile tierversuchsfrei waren oder sind. Damals waren sie es nicht. Von Love Aura Claw Perfection Primer. Das finde ich ja tatsächlich spannend. Love gehört ja auch zur Cosnova, ist dementsprechend vegan und auch tierversuchsfrei. Und ein Glow Primer. Also ich nutze gerne den Aura Glow Primer von Nabla. Vielleicht kommt der so ein bisschen in diese Richtung. Den würde ich mir vielleicht mal ein bisschen näher anschauen. Dann haben wir hier noch Beauty Fill and Tame Glow Brow.
It Cosmetic eine CC Cream. Das ist nicht so meins. Mir ist CC Cream auch oft zu deckend. Auch einiges an Masken. Was haben wir hier? Eine Heilerde-Tuchmaske. Ist nicht so meins. Dann Abress-Tuchmaske. Habe ich mir, glaube ich, erst, ich weiß nicht, 10 Stück gekauft. Ja, hätte ich das mal geahnt. Badekristalle von Isana. Finde ich ganz schön. Ich bin aber nicht der Vielbadner und ich habe, glaube ich, sogar die von Jasmin noch da. Peel-Off-Maske mit so Geglittere. Ja, ist nicht so ganz meins. Meine trockene Haut hat es nicht so mit Peel-Off-Masken. Und dann ja, haben wir hier so ein paar Nagelsticker. Da fällt mir ein, ich habe die vom letzten Mal, glaube ich, noch nicht mal ausprobiert. Aber theoretisch tatsächlich schon ganz cool. Aber wandern auf jeden Fall mal weiter. Und dann ist noch von Gosh ein Bronzing Powder. Wobei ich gerade überlege, ist das so ein Bronzer? Das ist doch eher... Ah, ich will ihn gar nicht aufmachen. Ja, also nicht so groß, was Spannendes sozusagen für mich dabei. Aber auf jeden Fall schöne Ideen. Das finde ich immer schön, dass da so ein bisschen auch mitgedacht wird, was könnte jemand anders auf jeden Fall gebrauchen. Ich packe jetzt mal alles soweit wieder ein, bis auf den Primer. Den schaue ich mir auf jeden Fall nochmal näher an. Vielleicht auch mal die Inhaltsstoffe. Aber das finde ich tatsächlich ganz interessant und wäre vielleicht mal eine Abwechslung zu dem von Nabla. Dann haben wir hier eine Tüte. Was wandert hier drin? Taschen, okay. Ja, eine süße. Finde ich tatsächlich ganz schick. Im Braun. Finde ich das ja auch von der Größe für den Sommer ganz schön. Ich habe aber gefühlt nichts Braunes tatsächlich. Ich habe eine so Korbtasche, die ich sehr gerne habe. Aber ja, ich bin da nicht ganz so. Und auch eine kleine schwarze. Finde ich auch ganz süß. Wahrscheinlich sogar so ein bisschen in Richtung Bauchtasche. Na, weiß ich nicht so recht, aber könnte ich mir vorstellen. Finde ich ganz süß, aber an Taschen habe ich mehr als genug. Wer hätte es erahnt? Und seitdem meine liebe Freundin ja, mir jetzt auch einen ganz coolen Rucksack genäht hat und auch so eine schräge Tasche, so einen etwas kleineren Rucksack, wenn die Katzen das gefunden haben, benutze ich gefühlt gar nicht mehr viel mehr und meine ja, meine Bauchtasche so schräg drüber, wenn ich nicht viel habe. Ja, aber coole Ideen. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass da alles an Dingen so drin sein kann, was eben so ein bisschen needful things sein könnten. Noch ein kleines Täschchen, das finde ich aber auch so richtig süß mit den Punkten. Was ist hier noch ein bisschen drin? Ja, irgendwie Creme. Moutard de Luxembourg. Ist Moutard, ist das Senf? Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Dann ist hier ein Beutelchen, auch mit Hund und Katze. Das finde ich, find ich ja so süß. Ich, ja, das kommt aus dem Leichtstapel. Einfach, weil ich es so putzig finde und ich ja sowohl Hund wie Katze habe. Und da kann man halt wunderbar seine Brille oder seine Sonnenbrille einfach mal einpacken. Das packe ich mal auf den Vielleichtstapel. Und dann ein Catrice Lippenstift und... Kissproof Lip Cream von Bella Pierre. Das sagt mir jetzt nichts. Und das ist von Catrice X Jenny Lipstick. Ah, so ein etwas dunklerer Ton. Ja, nicht ganz so mein Ton, aber auf jeden Fall cool. Und dann haben wir hier noch, da ist an die Hundebesitzer gedacht worden. Oh, das ist natürlich schon süß, ne? Mit dieser, ja, mit diesem Schlüsselanhänger und der Pfote. Also super süß, auch der Filzhund, aber nein. Ah, manchmal muss man sich da echt ganz schön ja, zurückhalten. Ja, aber ja, so, schauen wir mal weiter. Dann haben wir ein Ausmalbuch. Ich glaube, dass das Ausmalbuch habe ich sogar selbst. Ach, das könnte tatsächlich in der Küche liegen. Finde ich super schön. Hat Anka vom Einhorn Verlag reingelegt. Finde ich richtig cool. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich sogar dasselbe und mal da sehr gerne drin. Dann was für Bäcker. Dann haben wir Lesezeichen, da schaue ich dann mal rein. Dann eine DVD, und zwar Die Schwester der Königin. Ein sehr schöner Film, beruht auch auf einem Buch von, Name vergessen, aber das finde ich, also da geht es um die Tudors und so, und das mag ich super gerne. Kenne den Film aber, und deswegen darf der weiter wandern. Und ja, jetzt glaube ich, werde ich tatsächlich schwach. Nämlich Best of Hollywood 3 Movie Collectors Pack mit Julia Roberts. Und tatsächlich
Ich finde alle drei Filme großartig und ich habe keinen hier auf DVD. Die Hochzeit meines besten Freundes liebe ich. Allein die Sing-Szene in der Mitte vom Film, ach, finde ich richtig, richtig toll. Aaron Brockovich fand ich richtig toll, ist auch nach einer wahren Begebenheit. Und Mona Lisas Lächeln mit ganz tollen Jungschauspielerinnen. Ich glaube, das landet auch mal auf dem, vielleicht tendieren zu Ja-Stapel, weil das finde ich richtig cool. Und ja, ich fand auch schön, ich glaube, bei Anka ist auch Gravity geblieben. Da freue ich mich sehr, dass da so wir auch mal ein bisschen in den Filmaustausch gehen. Obwohl ja sonst eher so Bücher, Düfte, Kosmetik unser Hauptthema ist. Aber ja, dann City of Villains, geheimnisvolle Mächte von Estelle Lore. Das ist von Disney, die Reihe sagt mir aber so gar nichts. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung sie da irgendwie geht. Namens The Scar, die Tochter einer der mächtigsten Geschäftsleute. Ja, ist jetzt nicht so meins. Ich fand auch die Villains-Bücher immer nicht ganz so gut, wenn ich ehrlich bin. Dann Kelly Moran, Wildflower Summer in deinen Armen. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich letztes Jahr oder vor 2 Jahren gelesen und das oder gehört. Und das war, wo Becky und ich, glaube ich, nach 30% gesagt haben, diesen Softporn hören wir uns nicht weiter an. Dementsprechend darf das weiter wandern. Was haben wir hier noch? Oh, Bernhard Hellen, die Chroniken von Azur. Habe ich selbst schon gelesen. Das ist, glaube ich, auch der erste Teil. Habe ich selbst schon gelesen. Hat mir gut gefallen. Aber ich habe, glaube ich, auch die Reihe nie weiter gelesen. Und mal ein bisschen umräumen. Gucken wir vielleicht, dass wir nochmal nach unten kommen. Lächeln. Die einfachste Form der Kommunikation. Das finde ich richtig cool. Das ist so ein Notizbuch, okay, mit Blankoseiten und dem ein oder anderen Hinweis. Okay, aber so ganz leere Seiten mag ich leider nicht so. Dementsprechend darf das weiter. Ja, dann glaube ich, das war's an Büchern. Ach, hier unten geht es noch ein bisschen weiter. Dann Trinkfreunde, jetzt wird gebechert. Ja, nichts für mich. Meine Beziehung zu meinem Partner. Auch nichts für mich. Oh, Bibi und Tina. Habe ich früher sehr gerne geguckt, aber nichts für mich. Veggie-Hits für jeden Tag. Für jeden Tag. Finde ich tatsächlich spannend. Ist das Veggie im Sinne von vegan oder auch vegetarisch? Wobei, das könnte man wahrscheinlich sogar alles ein bisschen abwandeln. Wobei, wenn ich beim Frühstück schon sehe, dass hier Eier drin sind, das lässt sich natürlich ein bisschen schwieriger ersetzen. Aber ja, ich versuche schon zu Hause vegan zu kochen und zu sein. Außerhalb, wenn man essen geht, ist nicht immer ganz so. Aber, also zumindest vegetarisch, aber da wäre ich nicht so streng mit den Vorgaben. Aber ich glaube, das war es soweit an Büchern. Da unten kommt noch was. Ach, ist alles so ein bisschen kreuzt die quer. Aber natürlich auch einfach, wie hier der Platz so ein bisschen ist. Ja, da geht es aber um Stricken. Da bin ich leider auch raus. Ja, diesmal leider kein Buch für mich, aber gar nicht schlimm. Ich glaube, in den anderen Tüten findet sich bestimmt noch genug. Und man muss ja am Ende auch nicht, man kann ja deswegen trotzdem ein Buch mit rausnehmen oder reinlegen. So, dann meine kleine Oase. Ich finde übrigens die Box großartig. My Little Box. Finde ich richtig, richtig schön. Ah, hier ist Wolle drin. Ach, so ein Osterdeko. Tatsächlich habe ich die gleiche Osterdeko auch an meiner Eingangstür hängen. Dann nochmal Wolle. Dann Ohrringe. Dann ein Glibby Snowball. Keine Ahnung. Und ja, die Hermine als Lineal, glaube ich, oder als Lesezeichen. Da ich die Funkos aus dieser Enjoys von Kinder auch gesammelt habe, habe ich da auch einige zu Hause. Ich habe aber auch das Glück jetzt, dass ich alle Funkos habe und dementsprechend jetzt dann auch meinen Bilderrahmen bestücken kann. Aber ja, das war hier drin. Ich glaube, hier stürzt gleich irgendwas um. War ich hier hinten schon? Nein, was ist das? Hier auch nochmal eine Tüte. Super, alles ordentlich gut verpackt. Finde ich immer gut. Was stürzen wir hier noch? Ich glaube, jetzt werde ich schwach. Ja, jetzt kommen die angekündigten Lidschattenpaletten, glaube ich, von SheGlam. Ja, eine sehr schöne Palette. Erinnert mich ein bisschen an, ich glaube, eine von Urban Decay. Ich bin definitiv auch immer mal nudige unterwegs und gerade mit den Rosé-Rottönen sehr, sehr schön. Aber tatsächlich ein bisschen Standard, sodass ich sage, ich habe von den Farben schon so viel und genug. Dementsprechend kann die weiter. Dann, was ist das hier Schönes? Kann man ja froh sein, dass nichts bei der Hitze von den Dingen zumindest schmelzen kann. Und zwar
The Beauty Works Peekaboo. Eine riesengroße Palette. Oh, die ist aber sehr... ja. Die ist sehr schön. Also die gefällt mir richtig gut. Peekaboo finde ich toll. Gefällt mir gut. Mit diesem Blau, leicht grün, rosa. Ah, ja. Also ich glaube, die kommt auf die vielleicht Seite, weil ich die tatsächlich richtig schön finde. Nicht, dass ich tatsächlich nicht genügend Lidschattenpaletten hätte, aber wer hat schon von Lidschattenpaletten genug? Aber die finde ich vom Farbkonzept auf jeden Fall richtig toll. Eine ist hier noch drin, auch super verpackt, muss ich echt sagen. Oh, das ist, glaube ich, eine I Love Make-up. Richtig, Chocolate Love. Ich glaube, ich habe noch keine der Chocolate-Paletten. Ja, okay, die ist mir, glaube ich, eine Spur zu kühl. Auch mit so einem großen Spiegel, ich glaube, so kann ich es ganz gut sehen. Ich glaube, die ist mir tatsächlich eine Spur zu kühl. Ich bin schon eher der Warmträger, aber auf jeden Fall eine schöne Palette. Aber ich glaube, das passt eher jemandem, der auch ein bisschen kühler im Farbtyp ist. Ja, aber auf jeden Fall richtig cool. Ach, jetzt muss ich das hier wieder zusammenfriemeln. Das ist immer die... Ja, aber gut. Packen wir zumindest, ich würde sagen, zwei der drei packen wir wieder zurück. Ich weiß ja, dass auch nach mir noch Lidschattenfreunde sozusagen kommen oder Freundinnen. Und dementsprechend, ja, das ist hier hinten. Dann, was haben wir hier? Waterdrop. Finde ich sehr spannend. Das waren, glaube ich, die Strohhalme, wenn ich mich nicht irre. Und ich fand die tatsächlich bei Anka im Video schon sehr cool. Also ich habe so mehrfach verwendete Hartplastik. Und das müsste dann, glaube ich, genau, aus Edelstahl sein. Ha, ich glaube, ich finde die schön. Die kommen mal auf den Vielleicht-Stapel. Weil ich dann könnte ich auch einfach mal die Hartplastik-Dinger, die, keine Ahnung, 10 Jahre alt sind, einfach mal aussortieren. Dann haben wir hier die Stadt. Sind das einfach so Karten? Metropolitan. Die Stadt ist voller Kunst für alle, die ihre Augen für Details öffnen. Finde ich sehr schön. Und dann Express Yourself. Finde ich auch cool. Was kommt hier noch? Moment, haben wir Duftkerzen. Ja, das ist natürlich jetzt bei dem Wetter immer ein bisschen, worüber wir ein bisschen schauen müssen, dass uns nichts wegschmilzt. Ja, aber gut. Hier haben wir eine Duftkerze von Airwick. Ja, das riecht wie Weihnachten. Vanilleplätzchen. Ach, ich bin nicht so der große Vanillefan, aber es gibt ganz viele Vanillefans, das weiß ich. Aber ja, nicht, dass man nicht auch Vanille im Sommer düfteln könnte, aber ich bin da tatsächlich ja nicht der größte Vanillefan. Dann haben wir eine Clean Cotton. Ah, das könnte ein bisschen ein sehr frischer, schon weicher, ja, typischer, ja, frische Wäscheduft. Ja, nicht ganz so meins. Wenn ich auf sowas Lust habe, da duftet bei mir in der Regel immer der Soft Blanket. Das ist so der klassische frische Duft, der für mich gerade noch geht. Ich glaube, Black Coconut gehört eigentlich auch in die Kategorie. Aber der ist für mich dann doch ein bisschen foodiger durch die Kokosnuss. Dann, was haben wir hier? Ein Squishable Foam Cube. Ah, das ist der Zauberwürfel, den man wohl auch so drücken kann. Ja, nicht so ganz meins. Ich habe das nie lösen können. Von daher würde mich das nur frustrieren. Und dann haben wir hier Yoga für Rücken, Schulter und Nacken. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich bin ja ein großer Yoga-Fan, auch wenn meine Yoga-Routine im letzten Jahr ein bisschen zu wünschen hat übrig lassen. Aber das kann ich jedem nur empfehlen, damit anzufangen. Und dann haben wir noch eine Tüte. Was ist hier drin? Hier ist ein bisschen Genasche. Mikrowellen-Popcorn, das finde ich ja spannend. Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Da legt man die Packung einfach in die Mikrowelle und dann 3 Minuten. Und dann ist da drin alles gepoppt. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Kann da irgendwas Unveganes drin sein? Das würde ich mir tatsächlich mal angucken. Weil eigentlich müssten es doch nur Mais. Körbchen, also Maisstückchen, mir fällt gerade der Begriff nicht ein sein. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie Butter dran ist, aber ich sehe jetzt auch keine Inhaltsstoffe. Körper nicht platzen. Ach, Körner. Das Körper nicht platzen. Nein, natürlich die Körner. Es tut mir sehr leid. Es ist einfach warm. Auch mein Kopf schaltet im Urlaub und dann auch so ein bisschen ab. Aber ich würde jetzt vermuten, es kann da ja eigentlich nichts
Unvegetarisches zumindest irgendwie drin sein. Aber ich glaube, ich werde mir da mal so eine Packung rausnehmen. Und sonst sind da auch noch Süßigkeiten drin, aber die würde ich tatsächlich auch einfach drin lassen. Aber einmal Popcorn auf die Seite. Dann in einem Jutebeutel fühlt sich auch noch nach etwas an. Oh, ein Hörbuch. Und zwar Vanitas von Ursula Ponsnansky. Ich habe leider gar nicht irgendwie groß mehr die Möglichkeit, außer ich glaube im DVD, also im Blu-ray-Player CDs abzuspielen. Dementsprechend darf das weiter wandern. Ich könnte sie nicht mal auf meinen Rechner spielen und dann aufs Handy geben. Von daher, ja, und noch eine Beauty-Bag von Kiehl's. Was befindet sich hier? Fühlt sich ein bisschen komisch an. Mal schauen. Ah, da sind so kleine Duftgröbchen drin von Scentsy. Clean Breeze, Summer Holiday, Cashmere and... Also ich habe schon so eine gute Handvoll Scentsy-Düfte, aber ich glaube nicht, dass ich so Pröbchen... Das ist mir in meinem großen Raum, wirken diese Pröbchen leider immer nicht so, weil ich brauche da schon eine gewisse Menge. Aber hier sind sozusagen noch ein paar Mails drin. Und zwar einmal... Ah, kommt mein Duft zurück. Cashmere and Cocoa, das erkenne ich an meinem Washi-Tape. Dementsprechend ja, muss ich das mal mit rausnehmen. Und dann haben wir hier Lilac. Das klingt ein bisschen blumig. Gucken wir mal hoch. Das sind Pfingstrosen, oder? Oder? Also es ist sehr blumig, ist aber nicht ganz mein Duft, leider. Und dann ist noch zurückgekommen Calm and Cozy von Goose Creek. Ich glaube, das ist ja der Duft, den ich mir dann ja auch als Glas, glaube ich, geholt habe. Aber dann darf das auch noch raus. Ja, fülle ich natürlich dann auch so ein bisschen noch mit auf. Und dann haben wir noch ja, die Lesezeichen. Da gucke ich auch mal einen kleinen Mühe rein. Oh, da ist tatsächlich noch eins drin, oder? Wenn ich das so richtig fühle. Ah, da könnte man ein bisschen auffüllen. Und zwar von Jane Austen. Ja, bin jetzt nicht der größte Jane Austen-Fan, aber ich denke, da werden sich jetzt so zwei, drei kleine Lesezeichen von mir finden. Ja, ich glaube, ich habe jetzt soweit alles durchgeguckt. Ich habe einen Vielleicht-Stapel. Jetzt gucke ich mal, was ich davon behalte. Und ja, das seht ihr natürlich dann jetzt auch gleich. Einige Minuten, Stunden, Tage, nein, Wochen auch nicht. Einige Minuten später habe ich ja, mir alles mal ein bisschen angeguckt und mich jetzt auch entschieden, was ich alles behalte. Und gefühlt alles, was irgendwie auf dem Vielleicht-Stapel war, darf, glaube ich, so groß mit. Ich habe mich für diese Lidschattenpalette entschieden, für den Primer. Ich probiere den auf jeden Fall mal auf. Ich behalte ja die Trinkhalme. Ich habe mir vier Teebeutel rausgenommen. Ich behalte dieses schöne Täschchen und ich behalte auch die Filmsammlung von mit Julia Roberts. Und auch das Popcorn probiere ich einfach mal aus. Ich habe zwei meiner Tarts raus. Das heißt, wir haben jetzt 2, 3, 4, 5, 6 und ein bisschen Tee. Also 6 Gegenstände und Tee. Und ich fülle als erstes die zwei Tartsachen auf. Beziehungsweise, ja, habe ich da einfach mal, ich glaube jetzt 3. Ja, ich glaube 3. Ja, 3. Oh, Moment. Und zwar packe ich rein von Kringle Clearwater Creek. Ist ein Duft, der mir leider kalt schon nicht zusagt, ich nicht warm probiert habe. Dann Goose Creek, einmal Bottom Up, ein Duft, den ich sehr mag. Und ich hatte den versehentlich doppelt sozusagen bestellt und habe dann aber beim Warmern gemerkt, dass es nur so ein okayer Duft ist. Und dementsprechend darf er einfach mal mitgehen. Das ist schon ein bisschen ein herberer Duft, ein sehr duschgeliger Duft. War nicht ganz mein Favorit, aber es darf sozusagen das Ganze hier mit abreißen. Und sozusagen on top, ach ja, war leider auch nicht meins, auch zu parfümig, von Country Candle der Somerset. Das heißt, die packe ich jetzt sozusagen in die Melt-Tüte wieder mit ein und verschließe die gut und dann passt das soweit. Ich packe zwei Bücher für, ja, mehr oder weniger die DVD einfach mal mit ein. Und zwar ein relativ aktuelles Buch, Das Jahr des Dugong, eine Geschichte für unsere Zeit von John Ironmonger. Das ist sein zweites Buch nach der Wahl. Und jetzt ist das dritte erschienen mit einem, ja, auf jeden Fall sein drittes Buch. Das habe ich auch schon als Hörbuch hier, aber noch nicht gehört. Ich fand das ganz gut. Es hatte schon was sehr Beängstigendes, was so einfach den Klimawandel an und so eingeht. Und hier wird eben ein einzelner Mensch zu Beginn der Geschichte eben angeklagt, ja, was er der Umwelt angetan hat.
Ich fand es ein bisschen zu überspitzt und ich fand es auch ein bisschen, ja, so einzelne Menschen für das große Ganze, für das Kollektiv verantwortlich zu machen. Ja, fand ich ein bisschen schwierig, das darf mit, aber es hat, glaube ich, tatsächlich 4 Sterne von mir bekommen. Also es war richtig gut. Und dann lege ich mal ein englisches Kinderbuch rein, und zwar The Haunting of Evelyn Jones von Phil Hikes oder Hicks ist der erste Teil einer wunderbaren, gruseligen, atmosphärischen Kinderbuchreihe, wo ich jetzt auch letztens den dritten Teil gelesen habe. Der zweite ist hier hinten schon abgebildet und der dritte, ja, der wurde von mir gelesen und den habe ich zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt bekommen. Und ich, ja, denke nicht, dass ich, ja, die nochmal irgendwie rereaden werde. Aber so als Erinnerung reicht eben auch ein Buch im Regal. Aber ich dachte, vielleicht hat jemand mal Lust, ein englisches Kinderbuch auszuprobieren und ja, hat daran dann vielleicht auch Spaß. Dann ein bisschen Ersatz für den Tee. Ich packe hier den Mint and Citrus Cold Water Infusers ein von Kappa Tea. Ich habe den ausprobiert, für nicht so lecker empfunden tatsächlich. Ich habe es einfach nicht mit kalt aufgegossenen Tees. Das kommt bei mir einfach irgendwie nicht an. Dementsprechend, ja, passt jetzt nicht ganz in die Packung, wo die Tees drin sind, aber es müssten da noch 7 oder 8 Beutel drin sein. Ich denke, das passt auf jeden Fall soweit. Dann eine Lidschattenpalette gegen eine Lidschattenpalette. Und zwar ist das die von BH Cosmetics und das ist die Oktober Opal Palette. Und per se eine sehr schöne, sehr, sehr bunte Palette. Durchaus ein bisschen pastellig, aber ich glaube tatsächlich, die BH Cosmetics, ja, das waren ja die Geburtsstein-Paletten, ich glaube aus 2021 oder sogar 2020. Ich bin mir nicht mehr sicher, die ich am wenigsten benutzt habe. Also ich habe vielleicht, ja, wenn man so reinguckt, 3 Farben, ja, vielleicht 2, wenn es hochkommt, 3-mal verwendet. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil man mit der allein gefühlt auch einfach nichts groß schminken kann. Ich finde, es ist so ein Zubrot an Palette. Ja, und ich habe ja so ein bisschen erst gedacht, ich sammle die alle. Dann dachte ich, du bist eigentlich kein Sammler. Egal, sie ist von der Qualität top. Aber ja, alle anderen bleiben ja erstmal. Dementsprechend würde ich erstmal die weitergeben. Dann habe ich einen kleinen Duft von Yves Rocher und zwar der More Evidence. Das ist wirklich so ein kleines Flakönchen. Ich finde das eigentlich total süß, gerade wenn man unterwegs ist. Ich habe auch so einen kleinen Zerstäuber, wo man das einfach abfüllen kann. Vielleicht gefällt jemand dieser Duft. Mir gefällt er leider nicht. Mir ist er einfach eine Spur zu intensiv. Also selbst für ein Eau de Parfum, was es glaube ich ist, ja, dementsprechend würde ich das ja einfach auch einfach mit weitergeben und hoffe, dass sich da jemand anders dran erfreut. Dann noch ein bisschen was Random-mäßiges und zwar Leuchtsteine. Und zwar sind das Steine, die man zum Beispiel einfach auf den Weg legen kann, in irgendeine Pflanze draußen. Die wird beleuchtet und abends leuchten die dann. Und ich finde die richtig, richtig cool. Ich habe mir die damals in so einem, ich glaube, so Zehnerpack tatsächlich gekauft. Und ich finde die draußen im Garten richtig cool. Ich habe aber, glaube, nur 5 oder 6 Packungen für die Wegesleuchten gebraucht. Und vielleicht hat ja jemand von euch auch irgendwie sozusagen von den Mädels irgendwie einen Garten oder möchte was in seiner Wohnung beleuchten. Und das funktioniert super. Einfach auf den Topf oben drauf oder irgendwie einen Weg markieren. Und dann werden die beleuchtet mit der Sonne und leuchten. Vielleicht findet das ja jemand so cool wie ich. Und dann hätte ich noch 2 Schmuckstücke, die einfach weiter wandern. Zum einen diese, ja, sehr lange Kette mit diesem Regenbogenstein, die ja, ich tatsächlich mal geschenkt bekommen habe im Sinne von Steffi, du trägst doch bunt, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, spricht mich das nicht ganz so an. Ich hatte die vielleicht wirklich so 2, 3 Mal dran. Es ist immer blöd, auch ein Geschenk weiterzugeben. Aber ja, ich hatte sie nicht sehr häufig dran und denke, vielleicht hat jemand anders eine Freude bei. Und dann würde ich noch ein kleines, ja, silbernes Armband mit weitergeben. Das war bei einem, ich glaube, Dreier-Set dabei. Ist das einzige rein silberne und ich trage nicht so viel silbernen Schmuck, sagte sie und hat den heute dran. Ich bin eh nicht der größte Armbandfan, mich hat aber ein anderes Armband in dem Trio so angesprochen. Und vielleicht hat jemand anders Lust auf dieses goldene Armband, das würde mich freuen. Ja, ich glaube, das ist jetzt so vom Tausch nicht ganz 2 zu 1, aber ich glaube ganz gut nachgefüllt und aufgefüllt.
Und ich hoffe, euch hat jetzt das Unpacking Spaß gemacht. Ich hoffe, das Paket findet ja auch wieder Anklang bei allen, die sozusagen nach mir dran sind und dass auch meine Sachen dann in gute Hände kommen. Es ist richtig toll, dass eigentlich nur 2 Düfte von mir zurückgekommen sind. Also wirklich faszinierend, muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Und ich fülle auch noch ein bisschen das Lesezeichen und den Umschlag auf, aber da kann noch ein bisschen was Überraschendes einfach mit dabei sein. Und ja, ich hoffe, das Unpacking hat euch gefallen. Verfolgt die Reise des Paketes gerne über die Infobox sozusagen weiter. Schaut da gerne bei den nächsten Stationen vorbei. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.